Die Ebene von Hyrule. Und ein uralter Baumstumpf. Was könnte denn mit uralter Baumstumpf gemeint sein? Das ist das Kolosseum da hinten. Das ist es nicht. Gibt es da einen Hinweis auf der Karte? Ist das hier gegebenenfalls gemeint? Ansonsten gab es doch hier oben irgendwo. In den Gongol-Hügeln gab es doch hier so riesige Baumstümpfe. Die Frage ist, zählt das noch zur Ebene? Das ist halt inneres Hyrule. An die Ebene von Hyrule ist die Frage, zählt das hier oben da auch dazu? Uralter Baumstumpf. Also aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Das könnte das hier sein. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Das könnte vielleicht ein Baumstumpf sein. I don't know. Das eher nicht. Ich probiere mein Glück mal oben bei diesem Gongo-Hügel. Was ist denn näher? Das ist, glaube ich, völlig egal. Ich bin gespannt. Ach ja, da hinten ist noch ein Turm. So, auf zum Gelben. Feuerfrüchte einsammeln. Ach so, die Krog verschwinden dann tatsächlich irgendwann. Okay. Also sobald man sie zusammengebracht hat, bleibt zwar der Unterschlupf da. Aber die selber verschwinden dann. Okay. Warte mal, kann ich das hier einreißen? Cool, es geht. Es ist nur irgendwie weniger ergiebig, als ich gehofft hatte, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Habe ich noch eine Waffe mit Dingens? Nee, ne? Daran wurde schon etwas befestigt. Was ist nie befestigt worden an der Waffe? Schwert mit Hartholzast. Ach so. Ha!
Na gut, okay. Entdeckt. Höhle am Gongolhügel. Okay, scheint auch ein bisschen eine größere Höhle zu sein. Maxi-Trüffel. Okay, offensichtlich scheinen die Trüffel in Höhlen zu wachsen. Sieht man aus, als wäre das so ein komischer Steingolem. Richtig, du lebst, richtig? Was ist das? Ich wollte eigentlich im richtigen Moment springen. Sehr schön. Okay, so, jetzt muss ich kurz gucken. Oh, meine Waffe ist was kaputt, das ist sehr schade. So, 28 Angriffsstärke. Sehr schön. Da muss er diese Ressourcen von diesem Boss nehmen. Die eignen sich hervorragend, um echt starke Waffen zu, zu synthetisieren. Das hat was. So, irgendwo ist hier noch so ein komisches Lama-Lama-Ding-Dong. Zack, zack. Da ist noch eine Bombe hier. Nehme ich gerne mit. Leuchtsamen. Sammeln wir mal ein. Achso, hier sind Leuchtsamen. Klack. Ich dachte gerade, ich habe noch was anderes gesehen hier, aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Ach, da oben ist der. Ah. Ich sehe. Mist. So, haben wir das. An. Da geht's weiter da oben. Na, zum Glück habe ich das eingerissen. So.
Ansonsten war hier erst noch was. Okay, aber da ist nichts mehr dran. Also. Da war nichts mehr drin tatsächlich. Klack. So, dann gehen wir jetzt mal in die Höhle weiter und schauen, was da oben noch ist. Ich glaube aber nicht, dass das die Höhle mit Ramdas Schatz ist. Weil wir ja nicht in einem Baumstumpf, in einem alten drin sind. Wo war das jetzt? Bin ich jetzt doof? Hier geht's raus, right? Ja, hier geht's raus. Hä? Am I stupid? Da oben war's. Mann, 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 Mann. Oh, hier ist tatsächlich was drin. Ich würde jetzt lachen, wenn das wirklich Ramdas Ding jetzt wäre. Das fände ich cool, wenn das jetzt hier die Hose der grimmigen Gottheit wäre. Barbarenkleider. Okay, auch nicht schlecht. Schade. Nicht das, was ich wollte, aber... immerhin etwas. Hier ist sogar der Barbarenhelm sogar schon. Nee, habe ich gar nicht. Aber theoretisch könnte ich die Waffe hier an, das hier anziehen. Da haben wir zwar den Miasma-Schutz nicht mehr, aber wir hätten praktisch Angriffskraft geht nach oben. Was nicht so schlecht ist. Ah, da kamen die Fledermäuse raus. Okay. I see. So, jetzt bin ich gespannt, ob jetzt hier irgendwo dieser Baum, diese großen Baumstümpfe dann hier sein sollen. Es würde Sinn machen, ne? Weil das hier sind alte Baumstümpfe. Hab ich dich. Oh, du hast mich gefunden. Krogsamen. Tschüss. Jawohl, tschüss. So, hier ist auf jeden Fall schon mal nichts drin. Schleichglöckchen, sehr schön.
Ah, fuck mal. So, hier ist auch nichts drin. So. Au. Au. Ja. Ich bin fast tot. Zack. So, was haben wir hier? Ein Soldatenbogen, okay. Gut, aber hier ist offenbar jetzt aber auch nicht das, was ich suche. Ah, schau mal an, da ist ein Schrein. Interesting. Na gut, dann habe ich jetzt die alten Baumstümpfe, ne? Renn-Isser-Schrein. Okay, also hier scheint Ramdas Schatz nicht zu sein. Dann muss das wirklich irgendwo in der Ebene von Hyrule unten sein. Ich vermute mal, dass es in diesem Wasserding ist. Es sah so aus wie ein Baumstamm, ich bin mir nicht sicher. Aber da gucken wir als nächstes hin. Das war das Einzige, wo ich wusste, dass relativ große Baumdämme auch waren. So, Springform. Aha. 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 So, da rollt eine Kugel runter wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Korrekt, das müsste es gewesen sein. Hervorragend, haben wir das. Okay, das reicht nicht von der Länge her. Das müsste reichen.
So, das heißt, wir kommen an die Truhe ran, was immer da drin ist. Ich hoffe, ein Bogen. Das wäre schön. Stabiler Sonaniumschild. Na, hervorragend. Ja, dann brauche ich dich nicht. Dankeschön. So. Wie funktioniert jetzt das hier? Mal gucken, ob das so funktioniert. Nein. Es kann irgendwie nicht funktionieren, weil der Winkel zu steil ist. Oder muss das hier einfach... Das Problem ist, glaube ich, dass dieser Winkel zu steil ist. Ah ne, es muss bloß relativ nah dran dann, okay. Okay, also muss praktisch direkt hier dran, damit ich praktisch keinen Dingens habe. Okay. Damit es nicht umgeht, damit es nicht hochkollt, oder? Nee. Noch anders machen. Ich glaube, dann ist es sinniger. Es müsste physikalisch dann deutlich angenehmer sein auch. So. Ja, genau. Ich glaube, so ist besser. So, so ist es nämlich mehr eine Rampe. Damit ist er nicht ganz so steil. Dann müsste es reichen. Jawohl. Ha! Doch in Physik aufgepasst. Sehr schön. So, dann haben wir das. Und dann... Achso, das war's schon. Okay, cool. Dann haben wir jetzt, glaube ich, genügend Segenslichter, dass wir... wieder weitermachen können mit dem Herzcontainer oder sowas. Glaube ich, ne? Jawohl. 4 Segenslichter. Geil. Nice. Haben wir das? So, aber das ist nicht die Dingens, wo Ramdas Schatz ist. Ah, wir gucken uns das Wording nochmal an. Die Schlafkammer, Totenschelten, auch den uralten Stumpf auf der Ebene von Hyrule. Okay, also ich vermute mal mit uralten Stumpf...
Ich glaube, das hier müsste ein Baumstumpf sein, oder? So, welcher Teleporter ist dann in der Nähe? Nehmen wir den hier. Das lohnt sich da jetzt nicht mit dem Turm da hochzufliegen und dann dahin zu düsen mit dem Parasegel. Das ist mit dem Laufen schneller. Aber ich denke mal, das müsste der Baumstumpf, müsste da oben mit gemeint sein. Hoffe ich zumindest. Ich habe keine Ahnung. Es ist reine Vermutung. Und reines Wunschdenken. Ja, ich bin zuversichtlich. Es könnte natürlich auch einfach irgendwo ein komischer Tempel oder sonst irgendwas sein. Stachelbockschild, okay. Die Frage ist halt, ne? Uralter Baumstumpfebene von Hyrule. Das ist halt irgendwie. Das kann doch gefühlt alles sein. Da ist ein Krocksamen hier, geil. Oh, du hast mich gefunden. Krocksamen. Tschüss. Sehr schön, ein Krocksamen. Ich glaube, es ist hier doch kein Baumstumpf, das ist irgendwas anderes hier. Es wäre echt cool, wenn wir die ganzen Sets der grimmigen Gottheit finden würden. Weil A sieht das Set mega cool aus. Also, wir sehen mega cool aus. Und zum Zweiten ist es das Set der grimmigen Gottheit. Haben will. Doch, das ist der alte Baumstumpf. Soll ich noch irgendwas hier? Ja. Nein. Okay, einen alten Baumstumpf gefunden. Sehr schön. Irgendwo da hinten so ein Schrein. Muss ich mir merken. So, Jahrtausendbaum. Wieso kriegt er gerade Dark Souls Vibes? Und Elden Ring Vibes. Um 100% ehrlich zu sein. So, okay. Jetzt interessiert mich tatsächlich, ob der Baum im ersten Teil auch da war. Weil ich war beim Jahrtausendbaum nämlich nicht. Okay, ich starte mit dem Pilz. Wo noch nicht? Also, wenn der Spiel erstmal läuft, ne? Doch nicht.
Oh. Der Krone wurde gefressen. Oh, Alter! Na, geht doch. Hab ich dich. So, Truhe. Soldatenschild, toll. Oh, diese schleimige Mächte auf dem Keks, das lohnt sich eigentlich nie. Ah, stimmt nicht, du kriegst so ein komisches Item von denen. Aber abgesehen davon lohnt sich das eigentlich, glaube ich, nie, die zu machen bisher. Also ich glaube zumindest, das hat sich bisher noch kein einziges Mal gelohnt, dass wir da die Dingens gemacht haben. So, der ist kaputt. Das war schade. Ah, ah, doch hier. Ich dachte mal nicht, dass es da spawnt die Items, aber waren sie gerade nicht da.